So, herzlich willkommen. Heute mal ein bisschen sportlicheres Outfit, denn wir haben was ganz Besonderes vor. Und zwar haben wir Besuch von niemandem Geringeren als The Legend, Kevin. David, mein Lieber. Schön, dich zu sehen. Aus China extra eingeflogen. Ich bin kurz gekommen ins Pumpkin Headquarter, ja, um dem David einen Besuch abzustatten. Genau, Kevin, ex-Roland Berger Berater, ist tatsächlich auch einer von unseren Coaches hier bei Pumpkin. Haben schon einiges gemeinsam gemacht, bist jetzt so in der VC-Szene in Shanghai in China unterwegs. Genau. Wir werden gleich noch ein bisschen tiefer drüber sprechen, was so bei dir abgeht derzeit, um auch mal eine sehr coole Exit-Möglichkeit natürlich von der Strategieberatung auch zu zeigen. Aber davor trinken wir hier noch unseren Kaffee und gehen ins Fitnessstudio. Kevin, was sagst du hier zum Headquarter? Auf jeden Fall beeindruckend, ja. Schön. Schöne Räumlichkeiten, schöne Persönlichkeiten. Also hab ein paar coole, glaube ich, ein paar coole Mitarbeiter und ja, auch die Praktis. Also nur von Target Unis die Praktikanten. Super Leute, ja, und also wirklich schön, ja. Sieht gut aus. Top. Sieht mal, ich meine, ich bin ja bei vielen Startups. Ja. Und manche sitzen wirklich in den letzten Bruchbuden, was auch okay ist. Das hier ist durchaus eines der schöneren Startup-Offices, ja. Ich danke dir. Ja. Gut, dann gehen wir mal los ins Fitnessstudio und machen mal ganz klassisch Brustbizeps. Ganz klassisch, ja. Keine Experimente. Bist du in China gerade noch am Sport machen? Ja, schon relativ viel, aber jetzt mehr Kampfsport. Mhm. Ich versuche immer noch 2-3 Mal die Woche ins Gym zu gehen, ja. Mhm. Aber dann auch viel Sparring, vor allem Muay Thai. Wie war das bei Roland Berger? Hat es da Zeit gehabt, unter der Woche auch Sport zu machen oder eher Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag? Ja, also ich habe das immer noch reingequetscht. Das war da quasi in der Nacht, dann irgendwie so um 11 ins Hotel-Gym. Ja. Aber da muss man auch die Motivation für haben, ja. Und viele Kollegen haben es nicht gemacht. Manche Kollegen, was die gemacht haben, sind halt eine Stunde früher aufgestanden und dann nochmal irgendwie 30 Minuten joggen gegangen vom Frühstück. Ja. Ich war jetzt nie so der Jogger. Aber long story short, also irgendwie fehlt einem dann immer ein Element. Ja? Entweder Schlaf oder das Training oder die Ernährung ist nicht gut. Ja? Mhm. Jetzt bist du weniger am Arbeiten als zu Bergerzeiten derzeit? Nee, ich würde sagen, jetzt ist es flexibler. Okay. Ja? Also ich kann, wenn ich sag, ich will jetzt nachmittags trainieren gehen, dann sagt mir ja keiner, nee. Aber du bist halt nicht. Wahrscheinlich dafür am Wochenende auch ein bisschen was am machen. Und das genau, ja. Ich arbeite ganz entspannt am Wochenende auch und time das selbst ein. Ne? Ja. Also bei mir ist derzeit so, ich gehe immer vor der Arbeit eigentlich. Ja? Ja. Also morgens sozusagen, ja. Bisschen trainieren, direkt also aufstehen, kurz an die frische Luft, dann ins Training. Ja. Und dann ist halt immer ganz gut, weil sonst musst du 2 Mal am Tag duschen, das nervt mich immer voll. 26? Ja. Ja, ich bin jetzt auch, ich habe umgestellt, ich bin auch immer abends gegangen und jetzt habe ich auf morgens umgestellt. Ist so ein Timesaver, Alter. Ja, ja, übel. Aber ich finde, am Anfang ist es ziemlicher Aufwand, also oder Umgewöhnungsaufwand. Ich fand, ja, am Anfang habe ich gedacht, ja, okay, ich kann ja nur abends trainieren, dann kriege ich ja morgens, habe ich gar keine Power. Ja, also ich glaube, ich habe immer noch, sagen wir mal, so 10% weniger Power morgens. Ja. Also ich glaube, wenn ich jetzt so richtig schwer deadliften oder sowas, aber es spart so viel Zeit, Alter. Safe. Oh, ich fühle das richtig schön, Junge. Du musst mal dein Mikrofon so ein bisschen rausklippen. Ja. Das war so arg an deine Brust geklippt. Oh, sind aber schon gute Gewichte so langsam. Das letzte war 20, ne? Ja. Es geht schon. Ein bisschen breiter, oh. Junge. Schon gut rein, ne? Hä? Jetzt schon gut rein. Ich habe schon richtig lange nicht mehr gemacht, die Übung.
Ja, ich auch. Aber erzähl mal so ein bisschen, was geht dann gerade in China so? Also was sind gerade Projekte, die du so vorantreibst? Ja, also es ist relativ vielfältig, weil wir arbeiten ja einmal mit Corporates zusammen und dann mit Startups. Ja? Das heißt, das eine ist so ganz klassisch VC. Wir haben ein Programm, da führen wir Startups durch. Vor allem ausländische Startups, die halt in China wachsen wollen. Ja? Und wenn die dann am Ende Traktion gewinnen, das heißt, wenn die anfangen, im chinesischen Markt zu wachsen, dann investieren wir. Mhm. Das ist ganz klassisch. Und das andere ist aber, für Cashflow arbeiten wir halt auch mit Corporates zusammen. Ja? Das heißt, irgendwie mit BMW zum Beispiel, ja, oder Intel. Mhm. Weil diese ganzen großen Unternehmen, die wollen ja auch innovativer werden. Die sind jetzt nicht so jung wie Pumpkin, da bist du noch sehr innovativ. Ja. Aber sagen wir mal, in 30 Jahren Pumpkin muss dann halt auch schauen, dass es innovativ bleibt. Und die wollen dann eben mit Startups zusammenarbeiten. Und da helfen wir denen. Und die zahlen uns natürlich dafür fies. Ja. Also es ist fast ein bisschen wie Consulting. Ja. Das eine ist VC, das andere ist Consulting, so ganz platt ausgedrückt. Ja. Wie hat sich das dann durch Corona verändert? Ja, das also hatte natürlich riesen Konsequenzen für das ganze VC mit ausländischen Firmen. Ja. Das heißt, wir haben ganz stark angefangen, mit chinesischen Startups zu arbeiten. Ich mache ja auch Angel Investments, ne? Also ich investiere auf eigenes Balance Sheet sozusagen. Und da habe ich jetzt viel mehr chinesische Startups im Portfolio als ausländische mittlerweile, ja? Weil einfach die nicht reinkommen. Ja? Und du hast dann natürlich existierende ausländische Startups, die 2019 reingekommen sind. So, mit denen kannst du noch arbeiten, weil bis so ein Startup wirklich anfängt zu wachsen in China, das kann schon mal drei, vier Jahre dauern. Aber die neuen Startups, die ganz jungen, alles Chinesen. Ne? Ich sehe. Ja. Das ist spannend. Aber ja, genau, und für mich ist auch gutes Learning, ja, weil ich kenne die europäische Startup-Szene jetzt relativ gut und das hat mich wirklich gezwungen, die chinesische. Ja, genau, mich mit denen zu beschäftigen. Ja. Insofern war schon okay. Was machen wir denn hier drauf? Nummer 10 vielleicht. 10er? 10er, ja. Letzter Satz. Ja, ja. Jetzt nochmal ein Rap für jedes Startup im Portfolio. Wie viele Startups waren das? So 11, 12, nicht ganz genug. Ein paar sind vorne übergefallen. Komm. Nice. Nice. Komm. Okay. So, dann alright, jetzt alright. Letzte Übung, oder? Seitheben. Schön Seitheben. Junge, die Maschine ist aber gut. Ist gut, gell? Wie ist dann so die Ernährung in China? Geht man immer essen, oder? Ja, ich bin eigentlich konstant, also ich bestelle vier, fünf Mal am Tag. Ja. Man bestellt immer? Ja, ja. Weil, sagen wir mal, dieses ganze Bestellsystem noch ein bisschen more mature ist als in Deutschland. Mhm. Also du kriegst alles.
Und auch dieses Ganze, was wir jetzt hier haben, Gorillas und sowas, das gibt es da ja schon seit Ewigkeiten, seit Jahren, ja. Ich war ja 2017, 2018 dort, nach meinem Auslandssemester in Shanghai für anderthalb Wochen. Da konntest du ja auch alles bestellen. Ja. Und auch wenn du irgendwo, ich meine, in Shanghai ist ja alles City, aber halt auch wenn du so ein bisschen außerhalb wohnst, da liefert ja alles hin. So in Frankfurt bei uns sind dann ein bisschen nördlich, also immer noch Frankfurt, aber ein bisschen nördlich. Ja. Wir haben zum Beispiel auch gar nicht so viel Lieferando wie im alten Office, in der Innenstadt. Und sogar, was ich super praktisch fand, jetzt einen Tag vor Abflug, ist mein Ladegerät vom Laptop kaputt gegangen. Hast du liefern lassen? Ich habe jetzt eine halbe Stunde hatte ich ein neues Ladegerät. Krass, ne? Also es ist schon praktisch. Ja. Ich denke, das bekommen wir hier auch, halt nicht so in den ländlichen Räumen, aber in Berlin, Frankfurt Innenstadt und sowas wird das auch kommen. Ja. Perfekt. Wobei, so hast du schon so einen athletischen Look, weißt du? Wenn du so breit bist, dann sieht man immer schnell aus wie so ein Schrank. Du siehst jetzt aus wie so ein richtiger Athlet. Ralph Lauren Model, ne? Hä? Ralph Lauren Model. Ja, genau. Das ist der Look, den man schrieb. Nee, Ralph Lauren ist schon viel zu breit für. Da kommst du mit den Armen nicht mehr rein. Ich nehme dich nicht mehr. Gut, letzter Satz, komm. Letzter Satz, komm. Ein Rap für jedes erfolgreich vermittelte Praktikum. Gut, dann musst du jetzt halt 600-700 Raps machen, ne? So, war doch ein ganz gutes Training, würde ich sagen. War ganz cool, gutes Fitnessstudio auf jeden Fall. Gutes Fitnessstudio, thumbs up. Dann jetzt eine kleine Portion Sushi bestellen. Ja. Und danach quatschen wir noch so ein bisschen. Kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Deep Dives geben, was genau ihr eigentlich derzeit macht. Ja. Weil es tatsächlich echt ab und zu so, ne, wenn einen irgendwer fragt, was macht eigentlich der Kevin so genau? Ja. So in einem Satz kann man es immer nicht beantworten. Ne? Ja, ja. Ja, genau. Ist auch natürlich nicht so straightforward. Ja. Aber lass uns darüber reden. Ja, ich glaube, dann bis gleich. Gut, dann sprechen wir jetzt mal ein bisschen in Ruhe noch über ein paar Themen. Weil ich finde, das, was du gerade machst, klingt ja extrem spannend. Ne? Du hast super viel Insights, einen sehr spannenden Arbeitsalltag, was natürlich eine interessante A, Exit-Möglichkeit ist nach irgendwie Strategy Consulting oder B, quasi auch ja, als Direkteinstieg quasi eine interessante Variante ist. Was machst du jetzt eigentlich? Du hast vorhin schon ein bisschen angesprochen, du machst selbst Angel Investments mit eigenem Geld, was du dir quasi auf die Seite gelegt hast während deiner Roland-Berger-Zeit, während der aktuellen Zeit. Ja. Du arbeitest in einem VC, wo ihr sowohl in Unternehmen investiert, als auch mit Corporates, die quasi beratet. Mhm. Ist das standardmäßig? Also gibt es so viele Leute, die quasi irgendwie Investmentbank, Strategieberatung gemacht haben und jetzt sowas machen, wie du es aktuell machst? Also ist das definitiv eine mögliche Sache oder bist du da ein komplettes Unicorn? Es gibt sonst niemanden, der sowas macht. Ja, also das, was ich ganz konkret mache, ist, glaube ich, relativ selten, einfach weil ich viel Glück hatte, dass ich gerade diese Position in China gefunden habe und da dann auch anfangen konnte, einen Accelerator zu leiten, ja, wo 10, 15 Mitarbeiter sind und sowas. Ich glaube, das ist relativ untypisch. Aber vielleicht fangen wir woanders an und gucken uns mal an, was sind denn da realistische Exit-Optionen in diesem Bereich, ja? Also einmal, weil ich mache tatsächlich, ja, du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Das eine ist so VC-Business, ja? Ja. Das heißt, mit Startups arbeiten, in Startups investieren. Das andere ist Innovation Consulting. Ja, das ist eigentlich nichts anderes, als wie ich bei Berger gemacht habe. Nur jetzt eben beraten wir in Bezug auf Innovation, ja, und nicht in Bezug auf vielleicht Performance Improvement oder MMA oder sonst was. Und das dritte ist Angel Investing. Und wenn du jetzt, als ich aus Roland Berger rausgegangen bin, sag mal, wenn ich jetzt nicht gesagt hätte, ich gehe nach China und mache da total wilde Sachen, sondern gesagt hätte, ich bleibe hier irgendwie in Europa, ja, oder vielleicht gehe ich nach USA, was sind die Optionen? Also das eine ist, zu einem großen Corporate zu gehen und bei denen im Innovation-Bereich zu arbeiten. Mhm. Ja? Also wenn ich sage, ich will irgendwie mehr in diese Startup-Richtung, ich will vielleicht auch selbst mal gründen wie du. Ja? Ich traue es mich aber noch nicht so ganz, sondern ich will so ein bisschen mit Startups jetzt erstmal arbeiten. Ja? Dann gehst du zu einem Corporate,
ja, Siemens, BMW, Bosch, you name it. Die haben alle so Innovation Departments und deren Ziel ist es, diesen riesen Frachter, ja, dieses alte Unternehmen irgendwie innovativer zu bekommen. Mhm. Und da kannst du relativ gut rein, ja, mit als Ex-Berater, auch als Ex-Banker, ja, oder also eben alle Berufe, die ihr hier so mit Pumpkin targetet. Ja. Und ja, da nennt man sich, da heißt man dann vielleicht Senior Innovation Manager oder sowas. Mhm. Ja, das sind dann oft also die Jobtitel. Und da redest du dann tatsächlich relativ oft mit Startups, ja, schaust, gibt es da interessante Startups, mit denen ihr als Unternehmen zusammenarbeiten solltet? Und redest aber auch mit Internal Business Units, mit Geschäftsbereichen und fragst die, was habt ihr denn so für Probleme? Ja, was läuft denn bei euch nicht so ganz und können wir euch da vielleicht ein Startup vorstellen, was eure internen Prozesse dann besser laufen lässt? Ja? Ja. Aber das ist das eine. Das andere, und das ist natürlich extrem beliebt, ist Venture Capital. Also ganz klassisch Fund-Geschäft. Ja, du trittst einem Fund bei. Ich würde sagen, realistisch ist, wenn du da jetzt zwei, drei Jahre Consulting-Erfahrung hast oder Investment-Banking-Erfahrung, dass du als Associate oder als Investment-Manager eintrittst. Mhm. Ja, und dann ist da natürlich dein Hauptziel, coole Startups zu sourcen, ja, also mit potenziell guten Startups in Kontakt zu kommen und in diese Startups dann zu investieren. Triffst du selbst die Investmententscheidung? Nein, selbst wenn du Investment Manager bist, hast du immer noch die General Partner im Fund, ja, also die Leute, die sind am meisten so 40, 50, ja, haben irgendwo ihre Kohle gemacht und wollen die jetzt eben über ihren Fund investieren. Und die haben dann quasi das letzte Wort. Ja? Ja. Aber das ist dann so grob dieser Bereich. Und dann vielleicht noch der dritte oder paar Worte zu diesem Angel Investing. Das ist, glaube ich, relativ unüblich. Ja? So Ticket Sizes bei so Angel Investments sind mindestens 15.000 US-Dollar und gehen, sagen wir mal, klar, du kannst, heutzutage gibt es auch Angels, die investieren irgendwie eine halbe Million, das mache ich nicht, aber sagen wir mal so 15 bis 50k. Mhm. Das heißt, du musst natürlich irgendwie schon irgendwas davor gemacht haben oder machst gerade etwas, was dir Liquidität genügend gibt. Mhm. Sonst macht es auch keinen Sinn. Du willst nicht 50% deines Networths in Startups stecken, bei denen du auch eine kritische Masse brauchst. Ja? Mhm. Und in 10 Startups nur investierst, kann sein, dass alle 10 hops gehen, ja, und dann hast du eine halbe Million verspielt. Ja, ja, ja. Okay, das heißt, das ist schon eher unüblich. Wie verbreitet sind so Unternehmens, ich sage jetzt mal Beratungen, die Corporates irgendwie bei solchen Innovation-Themen beraten? Ja, ganz verbreitet, weil diese Innovationsbereiche bei Unternehmen nicht immer das bewirken können, was sie bewirken sollen. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass du hast eine weitere interne Abteilung, die nicht so richtig den Blick von draußen drauf hat. Ja? Insofern, vor allem bei so Innovationsthemen, man sagt ja immer out of the box. Ja? Ja. Aber dieses Innovationsdepartment ist ja auch in the box, das ist im Unternehmen. Ja? Das sind auch, sagen wir mal jetzt zum Beispiel Bosch-Mitarbeiter, die sich dann überlegen sollen, wie machen wir Bosch innovativer. Und das klappt nicht immer so ganz gut. Deswegen manchmal hast du dann eben ja, irgendwie McKinsey Digital oder BCG Digital Ventures oder andere Player, die eben von außen kommen müssen und den frischen Blick von außen auf das Unternehmen werfen. Okay, I see. Und würdest du, oder was würdest du sagen, wenn wir so ein paar Punkte irgendwie ansprechen, was sind Vor- und Nachteile, wenn du den Exit machst von der Strategieberatung jetzt so in diesen Innovations-Startup-VC-Bereich? Also ist es in der Regel so, dass man Gehaltseinbußungen mitnehmen muss? Ist es in der Regel so, dass das Gehalt einen Sprung macht? Ist es in der Regel so, dass du, was Privatleben angeht, Einbußung machen musst? Oder macht es in der Regel einen Sprung, wenn wir vielleicht darüber mal so ein bisschen sprechen? Wie war das bei dir vielleicht auch? Ja, also wenn wir auf beide Bereiche gucken, ja,
Wenn du in eine Innovationsabteilung gehst, in einem Unternehmen, in der Regel wirst du Gehaltseinbußen eingehen müssen. Da bin ich mir ziemlich sicher, in den meisten Unternehmen ist das der Fall. Du arbeitest natürlich auch viel weniger. Ne? Das heißt, für Leute, die Work-Life-Balance haben wollen, ist es gut. Für mich persönlich war das nie eine Option, weil du hast da nicht so die richtige Upside. Das ist was für Leute, die sagen, ich arbeite gern mit Startups zusammen, ich finde das Thema Innovation spannend, ja, dann go for it. Aber du hast da nicht so wirklich die finanzielle Upside, denn du nimmst ja auch in keiner Weise Equity. Ja. Ja? Wie gesagt, fairer Schritt, wenn man das 2 Jahre macht. Danach kann man eben auch, danach hat man einen sehr guten Überblick über die Startup-Welt, kann selbst gründen, kann vielleicht dann als nächsten Schritt in VC oder Accelerator gehen und so weiter. Also gibt es viele Optionen. So, jetzt VC oder sagen wir mal / Accelerator, was auch eine Option ist. In dem Bereich würde ich sagen, kommt darauf an, natürlich auf den Spieler, ja. Aber da hast du eher die Möglichkeit, dass dein Gehalt gleich bleibt oder sogar sich ein bisschen erhöht. Ja. Wenn du in eine etwas seniorere Position kommst bei einem VC, dann hast du auch die Möglichkeit, da ein bisschen Carry rauszuziehen. Das heißt, bei erfolgreichen Deals mit Startups kriegst du irgendwie einen Bonus, ja, der manchmal ganz, ganz schön aussehen kann. Was gibt's noch? Sag mal, bei so Acceleratoren, vor allem wenn man Glück hat und so wie in meinem Fall zu einem Unternehmen kommt, was gerade so einen Accelerator aufbaut, dann kann es sein, dass du plötzlich ganz viel Verantwortung annimmst und dann hast du auch eine sehr hohe finanzielle Upside. Also, jetzt konkretes Beispiel bei mir. Ich bin nach China gegangen und da war ein existierendes Unternehmen mit 45 Leuten, die bisher immer Innovation Consulting gemacht haben für Corporates und die dann gesagt haben, hey Kevin, wir wollen einen Accelerator aufbauen. Wir wollen anfangen, mit Startups zu arbeiten und in Startups zu investieren. Und ich bin da dann eben reingerutscht. Und das heißt, da habe ich dann plötzlich viel mehr Verantwortung. Habe ich plötzlich ein Team, baue ich was von Neuem auf, habe Equity, wenn ich es gut aushandle. Und in meinem konkreten Fall habe ich jetzt aktuell, weil sag mal, mit Equity ist auch immer so ein Ding, ne? Fragst dich, jeder will immer irgendwie Equity haben, aber im Endeffekt musst du dich fragen, gibt es da irgendwann mal ein Liquiditätsevent? Wird die Bude mal verkauft? Ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 15% Equity an Pumpkin halte, gibt es bei Pumpkin irgendwann mal ein IPO, also einen Börsengang? Oder wollt ihr Pumpkin irgendwann mal verkaufen an eine Private Equity Bude? Vielleicht? Das muss ich mich fragen, weil sonst bringt mir dieses Equity gar nichts. Ja. Und was ich dann in meinem Fall oder was ich jedem empfehle, was man sich anschauen sollte in so einem Fall, wenn ich mehr Verantwortung übernehme und ich bin einer der Hauptumsatztreiber, eine Umsatzbeteiligung. Ja? Und das hat sich für mich oder lohnt sich für mich jetzt bei Exnode extrem stark, wo ich jetzt nicht nur mit Startups arbeite, die haben ja kein Geld, sondern auch mit Corporates arbeite. Ja? Und so ein Corporate, der zahlt halt 1 Million also RMB, ja. Und teilweise 1 Million bis 5 Millionen RMB für ein Innovationsprojekt. Ja. Ja. Da möchtest du natürlich schauen, dass du da irgendwas vom Kuchen abbekommst und nicht nur nutzloses Equity hast. Das heißt, es gibt, wenn man sich gut anstellt, kann man da auf jeden Fall so sich sozusagen das schaffen, die Arbeitsumgebung, wo man halt, die halt am ehesten auch die eigenen Bedürfnisse trifft. Ne? Also wo du am ehesten die Work-Life-Balance hast, die du haben möchtest, wo du am ehesten die Financial Benefits hast, die du haben möchtest, weil du eben im Vergleich zu einem Exit in Konzern oder so, wo du eher starre Optionen hast, hast halt einfach mehr Spielraum am Ende. Ja, also wie gesagt, ich würde sagen 3 Sachen. Ne? Das erste ist, in so einem festen Unternehmen, in Innovation Department, ist relativ steif, relativ prognostizierbar. Das zweite ist ein klassischer VC. Das ist wahrscheinlich auch relativ
steif in Anführungszeichen, ja, aber ich habe eben eine Equity, also eine Carry Upside, ja, und ich kann auch prognostizieren, okay, in so und so vielen Jahren bin ich hoffentlich Partner, bla bla bla. Und das dritte ist, wenn man irgendwo, das muss jetzt kein Accelerator sein, aber das kann auch ein Unternehmen sein, was sagt, ich baue einen neuen Innovation-Bereich auf oder sonst was, ja, wenn man sich da irgendwo reinsetzt und dann bist du fast schon wie ein Entrepreneur, dann musst du denken, wie bekomme ich da das Maximum für mich raus, in puncto Learnings, aber natürlich auch Monetarisierung. Ja, nee, spannend, wie viel von deinen Ex-Berger-Kollegen hast du da mit irgendwelchen Leuten Kontakt, die so einen ähnlichen Weg eingeschlagen sind? Nee, also genau den gleichen oder einen ähnlichen sogar fast niemanden. Mhm. Ja? Also allein schon nach China ist niemand gegangen. Mhm. Aber einige, also viele, die in Innovation Departments sind, viele, die in VCs gegangen sind, mhm, ja, und wie gesagt dann oft als Associates oder Investment Manager und so. Zwei, drei vielleicht, wo ich sagen würde, das ähnelt dem dritten Weg, den ich beschrieben habe, diesem mehr opportunistischen, wo du dann in so eine Opportunity halt gerade reinpasst. Ja, ich finde es super spannend. Also ich glaube, so eine Richtung wäre wahrscheinlich auch das gewesen, was ich am ehesten eingeschlagen hätte, ja, wenn ich jetzt nicht direkt gegründet hätte. Irgendwie 2 bis 3 Jahre die Learnings mitnehmen von der Top-Strategieberatung für das Renommee, fürs Prestige etc. und für die Lernkurve und dann quasi auch in so eine Richtung sich da ausprobieren und da die so viel Upsides mitnehmen, wie nur irgendwie geht. Ja, genau. Ja, cool. Vielen, vielen Dank für die Insights. Folgt auf jeden Fall Kevins Social-Media-Kanälen auch. Ist alles auf Englisch bei dir, ne? Nicht alles auf Deutsch. Englisch, ja. Aber wir können ja alle Englisch, hoffentlich. Das sollte kein Problem sein. Und wenn ihr da, also verlinken wir euch unten in der Beschreibung, wenn ihr da sagt, okay, na, ich möchte auch diesen Weg einschlagen, ich möchte auch später irgendwie zu irgendeinem großen VC kommen, ich möchte da diese Möglichkeiten haben, da ist halt einfach ein Berufseinstieg oder zumindest Praktika in Investmentbanking und Strategieberatung sehr von Vorteil. Und da können wir euch top unterstützen. Das heißt, wenn du da das Ziel hast, alles rauszuholen, bewirb dich gerne auch mal bei uns auf pumpkincareers.com. Auch das sowie zahlreiche Referenzen packen wir euch unten in die Videobeschreibung. Und dann sehen wir euch im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.